Apostelgeschichte 18, Abvers 1. Nach diesem aber schied er, das ist Paulus, von Athen und kam nach Korinth. Und als er einen gewissen Juden fand, mit Namen Aquila als aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, sein Weib, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten, ging er zu ihnen. Und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Vers 9. Der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich ein Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Und dann, ab Vers 18, nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab. Und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er zu Kenchreae das Haupt geschoren hatte. Denn er hatte ein Gelübde. Er kam aber nach Ephesus und ließ jene da selbst. Er selbst aber ging in die Synagoge und unterredete sich mit den Juden. Als ihn aber baten, dass er längere Zeit bei ihnen bleiben möchte, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen. Und dann Vers 23. Vers 24. Ein gewisser Jude aber mit Namen Apollos, aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war in dem Weg des Herrn unterwiesen, und brünstig im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesu, wiewohl er nur die Taufe Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behülflich. Denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die oberen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Zunächst bis hierher. Wenn wir in unserem Lied gesungen haben, dass wir den Wunsch haben, zur Ehre des Herrn zu leben, dann können wir uns fragen, ja, wie ist denn das möglich? Und so hat uns Gott in seinem Wort viele Beispiele gegeben von solchen Menschen, die zur Ehre des Herrn lebten. Und wir haben jetzt da in unserem Kapitel gelesen von diesem Ehepaar Aquila und Priscilla. Und wir haben hier wirklich zwei Menschen, ein Mann und eine Frau vor uns, die das auf ganz wunderbare Weise vorgelebt haben. Man kann über ihr Leben wirklich als Motto schreiben, was wir in 2. Korinther 5 finden. In 2. Korinther 5, Vers 15 heißt es: Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den leben, der gestorben ist.
Und das haben sie wirklich in ihrem Leben realisiert, also in die Wirklichkeit umgesetzt, nicht mehr sich selbst zu leben. Und davon können wir wirklich sehr viel lernen. Wenn wir das Gelesene in Apostelgeschichte 18 gut verstehen möchten, wollen wir das mal in den geschichtlichen Rahmen stellen. Paulus befindet sich da auf der zweiten Missionsreise, wie er da nach Korinth kam. Zeitlich können wir das einordnen, etwa in die Zeit um 52 nach Christus. Weil in Vers 12 wird ja dieser Gallion, Prokonsul von Achaia, erwähnt. Und gerade von diesem Mann hat man eine Inschrift, eine originale Inschrift gefunden, mit der Angabe, der zeitlichen Angabe seiner Amtszeit, so dass man das eben nun einordnen kann um 52 nach Christus. Wir werden sehen, das ist dann doch von Bedeutung für das weitere Thema in Verbindung mit Priscilla und Aquila. Nun, diese zwei sind einerseits ein Beispiel für jeden Mann und jede Frau, die ganz für Christus leben möchte. Und was wir auch noch sehen ist, in diesen zwei, eines der schönsten Beispiele einer christlichen Ehe. Ganz eindrücklich, ist eines der schönsten Beispiele einer wahren, gottgemäßen Ehe. Aber wir wollen das nicht nur einfach auf Eheleute beziehen, sondern eben Aquila und Priscilla ist auch ein Beispiel einfach für irgendeinen Mann und irgendeine Frau, die nicht mehr sich selbst leben wollen, sondern für den, der für uns gestorben ist. Nun, das erste Mal, wo wir sie jetzt da angetroffen haben, Apostelgeschichte 18, da geht es darum, dass sie aus Rom vertrieben worden sind und nun als Asylanten nach Korinth gekommen sind. Nicht wahr? Im Klammersatz in Vers 2 heißt es, dass Claudius, also der Kaiser Claudius von Rom, dass er alle Juden aus Rom wegschickte. Es wird da der Grund nicht gesagt, aber der römische Schriftsteller Sueton schreibt in einem Buch von dieser Ausweisung, und da geht es hervor, dass es in der Synagoge in Rom unter den Juden einen Aufruhr gegeben hat, quasi eine Revolte. Und zwar kam diese Aufruhr dadurch, dass das Evangelium in die Synagoge kam. Und da schieden sich die Geister. Es gab also einen großen Krach in Rom, und der Kaiser Claudius hat dann seine politischen Konsequenzen gezogen und hat schlicht alle Juden, seien es nun Christen oder Nichtchristen, aus Rom weggeschickt. Und Leidtragende waren also unter anderem auch Aquila und Priscilla. Und so sind sie von Italien weggegangen und nach Griechenland, nach Korinth gekommen, als fremde Menschen, als Asylanten. Aber was wir hier gesehen haben, da treffen sie selbst auch einen Fremden an, für sie Fremden, den Apostel Paulus. Und eine wunderbare Freundschaft beginnt hier. Eine Freundschaft, wie wir sehen werden, die dann bis ans Lebensende des Apostels Paulus gedauert hat. Was, wie wir auch noch sehen werden, gar nicht selbstverständlich war. Nun, wir können sagen, dieses Ehepaar hat da von Anfang an, wo wir etwas von ihnen hören, praktiziert, wozu wir in Hebräer 13, Vers 1 ermahnt werden. In Hebräer 13 können wir lesen, da heißt es zunächst, die Bruderliebe bleibe, und dann heißt es, der Gastfreundschaft vergesset nicht, denn durch dieselbe haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Jetzt ist es da bemerkenswert, dass das Wort im Grundtext für Gastfreundschaft, Philoxenia, heißt wörtlich Liebe zu Fremden. Es hat dann mit der Zeit und auch schon in neutestamentlicher Zeit
die Bedeutung bekommen von Gastfreundschaft im Allgemeinen, also auch gegenüber solchen, die man nicht kennt. Aber hier in diesem Vers klingt die ursprüngliche Bedeutung noch deutlich durch, wenn es heißt, dass sie eben diese Liebe zu Fremden nicht vergessen sollen, denn durch dieselbe haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und da wird natürlich gedacht an die Beispiele in 1. Mose 18 und 19 von Abraham und Lot, die da fremde Leute aufgenommen haben und ihnen sofort Gastfreundschaft angeboten haben. Und sie wussten gar nicht, dass es sich da um Engel handelte. Im Fall von Lot 2 Engel, im Fall von Abraham 2 Engel und der dritte war Gott selbst, der Sohn Gottes. Aber sie haben da eben Liebe zu Fremden praktiziert. Und nun, Priscilla und Aquila, sie sind als Fremdlinge nach Korinth gekommen und haben gleich auch Liebe zu Fremden praktiziert und den Apostel Paulus aufgenommen. Und, wie wir sehen, war das nicht nur eine Kurzeinladung, so zum Mittagessen, sondern der Mann blieb etwas länger, nicht wahr? Der wurde bei ihnen untergebracht, um dann wirklich von hier aus ein Sprungbrett zu haben, um einen wirkungsvollen Dienst in Korinth zu vollbringen. Er hatte dann im Ganzen 1,5 Jahre in dieser Stadt gedient. Und dadurch, durch diesen Dienst, konnte die Versammlung in Korinth, diese große Versammlung, entstehen. Dadurch, dass eben Aquila und Priscilla nicht mehr sich selbst lebten, sondern für den, der für sie gestorben ist. Und was auch noch interessant ist, es ist nicht nur so, dass Bruderliebe einerseits eine Liebe ist, auch wenn keine natürliche Sympathie da ist. Das ist etwas ganz Wichtiges. Bruderliebe sucht nicht die Sympathie, sondern liebt den anderen, weil Christus für ihn gestorben ist. Das lesen wir doch ganz deutlich in 1. Korinther 8 zum Beispiel. Und Römer 14. Einfach, weil er so wertvoll ist für den Herrn, ist er auch für uns wertvoll. Und auf der anderen Seite müssen wir nicht denken, dass wenn wir nun auch Brüder kennen und Geschwister kennen, die uns sympathisch sind, dass wir nicht auch da uns freuen dürfen, dass wir auch in natürlicher Hinsicht gleiche Wellenlängen haben. Das hat auch seinen Platz. Nur darf das nicht zu einer Clanbildung führen oder dass dann andere ausgeschlossen sind. Das ist natürlich gefährlich. Aber wir sehen hier, Aquila und Priscilla haben wirklich gleiche Wellenlängen gehabt, wenn es ums Berufsleben ging. Paulus war nämlich auch wie sie Zeltmacher. Und so konnte er sogar bei ihnen arbeiten. Er durfte also in der Firma A und P, Aquila und Priscilla, mitarbeiten. Und das ist auch wieder bemerkenswert. Paulus musste so also nicht eine eigene Firma auftun, sondern er konnte einfach so nebenbei arbeiten und so Zeit haben für die Mission. Und so ist es doch ganz bemerkenswert, dass genau in dem Moment, wo Paulus nach Korinth kam, auf der zweiten Missionsreise, das war auch der Moment, wo diese ausgesiedelt wurden aus Rom und auch an den gleichen Ort kamen, zufällig, in Anführungsstrichen. Und zufällig hatten sie genau das gleiche Handwerk und wollten darin arbeiten. Und so hatte der Apostel Paulus eben die Möglichkeit, doch zu arbeiten nebst seinem Missionsdienst. Und da sehen wir, wie Gott wirklich alles in der Hand hat. Auch das Timing, also die Zeit, hatte er bis in die letzte Sekunde in seiner Hand. Und es ist für uns etwas Ermutigendes zu wissen, dass nicht nur beim Apostel Paulus Gott einfach so zeitlich alles ordnet, dass man im richtigen Moment mit den richtigen Leuten zusammentrifft, sondern das tut Gott auch in unserem Leben, wenn wir uns von ihm führen lassen. Und es ist nämlich ganz wichtig gewesen, dass Paulus in Korinth arbeiten konnte. Nicht wahr? Von vielen Versammlungen hat er ja Gaben bekommen. Aber der Mann hat gemerkt, offensichtlich von Anfang an, hier in Korinth arbeite ich.
Von den Korinthern nehme ich keinen Rappen an. Und das hat sich dann später ganz deutlich herausgestellt, dass das überaus weise war, denn die Korinther hätten ihm gerade einen Strich gedreht damit. Und so konnte er dann in seinen Briefen ganz deutlich zeigen, dass er nicht eben ihr Geld gesucht hat, dass er nicht geldgierig war, wie manche ihm unterschoben haben, dass er falsche Motive hat in seinem Dienst. Und so war das sehr, sehr entscheidend für seine Aufgabe. Und so hat Gott einfach alles geführt, dass im richtigen Moment die richtige Situation da war, so dass der Apostel Paulus einen segensvollen Dienst tun konnte in Korinth. Nebenbei gesagt hat der Umstand, dass er Zeltmacher war, noch einen interessanten Hintergrund. Paulus stammte ja aus Tarsus in Zilizien. Ich glaube, das ist eine Provinz in der heutigen Türkei. Und da in der Antike hat man festgestellt, dass das Ziegenhaar aus Zilizien ganz besonders widerstandsfähig ist. Und so hat sich gerade in dieser Gegend der Beruf des Zeltmachers entwickelt. Weil dieses Ziegenhaar zwar sehr gut war für Zeltdecken, aber es war sehr schwer zu verarbeiten. Und so hat sich eben dieser Beruf entwickelt, wo man lernen musste, wirklich lernen musste als Handwerk, wie damit umgehen. Übrigens, das ist auch nicht uninteressant zu wissen, damals war es so, dass normalerweise das Kind beim Vater in die Lehre gegangen ist. Also wir können annehmen, dass der Apostel Paulus als kleiner Saulus bei seinem Vater in Tarsus dieses Handwerk gelernt hat. Und so hat man begonnen, so ungefähr mit 5 Jahren. Die haben keinen Kindergarten und so gehabt. Die haben also ganz früh das Handwerk gelernt. Und später haben sie ihn dann nach Jerusalem geschickt, zu Gamaliel, einem der führenden Rabbiner der damaligen Zeit. Und dort hat er dann seine Ausbildung, seine Schulausbildung in Bibelkenntnis und so weiter genossen. Und das zeigt uns doch auch irgendwie, wie all diese Entwicklung des Apostels Paulus, das war von Gott geführt schon von Kind auf. Obwohl er erst viel später den Herrn Jesus kennengelernt hat. Aber Paulus sagt doch selber in Galater 1, dass Gott ihn von Mutterleib an abgesondert hat. Und seine ganze Entwicklung, alles was er lernte, das hatte Gott geführt, auch wenn er es nicht wusste, im Blick auf später, wenn er dann nicht mehr sich selbst leben würde, sondern nur noch für den Herrn Jesus. Und so sind all diese Umstände eben kein Zufall, sondern Gott hat es so geführt. Und so dürfen wir auch ermutigt sein und wissen, dass viele Dinge in unserem Leben, von denen wir uns fragen, warum sind wir so aufgewachsen, warum sind wir so haben wir diese Dinge erlebt, warum sind wir so erzogen worden und so weiter. Gott weiß es. Und nicht zuletzt hat er seine Hand darin und seine Pläne im Blick auf ein Leben, auf eine Zukunft, wo wir ein Leben führen, nicht mehr für uns, sondern für den Herrn. Gut, und was wir noch sagen können, es ist vielleicht bekannt, dass das Ebar, Aquila und Priscilla 6-mal im Neuen Testament namentlich erwähnt wird. Jedes Mal zusammen. Das zeigt, das ist wirklich ein unzertrennliches Pärchen gewesen. Gut, sie haben natürlich auch den Vorteil gehabt, ich sage es dem mal Vorteil, sie hatten offensichtlich keine Kinder. Nie werden Kinder erwähnt. Und dadurch haben sie ganz besonders zusammen einen Dienst tun können. Ich sage Vorteil, weil das Wort Gottes lehrte ganz deutlich, dass Kinder eine Gabe Gottes sind. Und ganz besonders in dieser Zeit war das eine sehr schwere Sache, kinderlos zu sein als Ehepaar. Aber wir sehen einfach, wie Gott Verlust zu Segen macht. Und es ist doch auch vielleicht eine Ermutigung heute für Ehepaare, die keine Kinder haben. Die sind auch enttäuscht vielleicht und fragen sich, warum nicht?
Und es ist ja sogar so, dass jedes zehnte Ehepaar ist kinderlos. Aber wir sehen, dass der Herr genau solche Dinge gebrauchen kann, wieder zum Segen. Es ist auch das Gleiche mit der Ehelosigkeit. Am Anfang hat Gott den Menschen geschaffen. Mann und Frau schuf er sie. 1. Mose 1. Und da kann jemand sagen, ja, und ich bin ehelos. Und ich würde eigentlich so gerne heiraten, und ich bin trotzdem ehelos. Was ist dann mit mir? Und dann zeigt das Wort Gottes. Ja, aber schau mal, Gott gibt hier eine Gnade. In 1. Korinther 7 wird sogar von einer Gnadengabe gesprochen, in Bezug auf den ledigen Stand. Und der Apostel Paulus ermutigt, schau, das ist gerade eine Möglichkeit, die Gott gibt, um ein Leben ganz besonders für ihn und nicht mehr für sich selbst zu leben. Und so lernen wir aus solchen Umständen, die in Gottes Wort beschrieben werden, wie eben Gott führt und wie er Dinge, wo wir denken, das ist ein Verlust, zum Segen und zum Gewinn umwandeln kann. Und eben, sechsmal werden sie zusammen erwähnt, aber nicht immer ist Aquila die Nummer 1 bei der Erwähnung. Jetzt hier in der ersten Erwähnung ist Aquila der Erste. Und wir können uns in jedem Fall fragen, was wohl der Grund ist. Hier geht es darum, dass Paulus mit Aquila zusammengestoßen ist und dann hat er dieses Ehepaar kennengelernt. Und es war also Aquila, der Mann des Hauses, der natürlich die letzte Verantwortung hatte, dass dieser Mann in das Haus kommt. Und das sind nicht ganz nebensächliche Dinge, wenn wir sehen, dass die Freundschaft mit diesem Ehepaar, dieser ledige Mann, diese Freundschaft mit diesem Ehepaar ging nicht über Priscilla, sondern über Aquila. Das ist so eine kleine Nuance, aber es ist doch bedeutsam. Und trotzdem ist dann die Freundschaft mit beiden gewesen, aber sie ist gegangen über den Mann, über Aquila. Nun, wir haben gesehen, dass also der Apostel Paulus 1,5 Jahre in Korinth einen Dienst getan hat. Und Priscilla und Aquila haben da erlebt, wie diese Versammlung entstanden ist und auch aufgeblüht ist. Aber sie haben auch alle Schwierigkeiten mitbekommen. Und trotzdem sehen wir in Vers 18, dass der Tag kam, wo der Apostel Paulus wusste, jetzt gehe ich weiter. Ich muss jetzt gehen. Und er geht aber nicht allein, sondern da lesen wir, dass Priscilla und Aquila ihn begleiten. Und das war nicht einfach, um eine schöne Reise zu erleben, denn die gingen weg von Korinth und gingen nach Ephesus, um dort Wohnsitz zu nehmen. Also siedelten wieder aus von Griechenland nach der heutigen Türkei. Und sie hatten offensichtlich gesehen, jetzt ist unsere Zeit, unser Auftrag in Korinth vorüber, jetzt will der Herr uns an einem anderen Ort haben. Und es war nicht nur der Gedanke, den Apostel Paulus jetzt weiter zu unterstützen und ihm mitzuhelfen im Dienst, sondern der Apostel Paulus geht nämlich nach Ephesus weiter und sie bleiben in Ephesus. Sie sehen klar, hier will uns der Herr. Es ist also ein Ehepaar, das nicht einfach quasi etabliert war, nun in Korinth und dachte, so bleibt es jetzt immer, sondern sie haben sich offensichtlich immer wieder gefragt, was willst du, Herr, dass wir tun sollen? Und sie waren darum bereit, als sie die Stimme des Herrn hörten, nach Ephesus auszureisen. In diesem Zusammenhang wird Priscilla zuerst genannt. Nun, es wird nicht viel darüber gesagt, aber wir können annehmen, dass sie vielleicht eine treibende Kraft gewesen ist. Als es um diesen Entschluss ging, nun wieder die Sicherheit aufzugeben in Korinth, wie damals in Rom, und irgendwo anders hinzugehen. Aber wir können auch an etwas denken, was ein Bruder gesagt hat. Wenn es darum geht, ums Packen,
dann wird die Frau zuerst genannt. Und ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich auch heute noch, dass die Frauen offensichtlich ein bisschen besseres Feeling, also ein bisschen besseres Können haben fürs Packen. Und das ist auch bei mir so gewesen, als ich da hierher gekommen bin. Aber, ja gut, also was die Bücher anbetrifft, das packe ich immer selbst, aber der Rest, da bin ich so froh. Und da sehen wir, wie eben dieses Ehepaar, das sind zwei Menschen, die sich gegenseitig ergänzen. Es ist nicht einfach so, dass Priscilla einfach genau gleich ist wie Aquila. So quasi eine totale Kopie. Aber sie ist eine Ergänzung. Und das ist auch der Gedanke in 1. Mose 2, als Gott die Frau erschaffen hat als Hilfe. Dann ist es nicht einfach, dass sie die Kopie ist von ihrem Mann und einfach in allen Dingen auch genau gleich denkt. Und überall, wo der Mann etwas sagt, ja, ja, ja. Nicht wahr, hat dein Bruder mal gesagt, wenn das so wäre bei mir, dann müsste ich eigentlich gar nicht geheiratet sein. Wenn die Frau immer genau gleich denkt und alles genau, bei ihr genau gleich ist wie bei mir, sie ist eben gegeben als Hilfe, als Ergänzung. Gut, und dann sind sie also ausgezogen und haben Wohnsitz genommen in Ephesus, in der heutigen Türkei. Der Apostel Paulus ging aber weiter. Und dann haben wir ab Vers 24 gelesen, wie da eine neue Person auf den Plan tritt. Es ist Apollos aus Ägypten, aus Alexandria, einem Zentrum jüdischer Gelehrtheit damals. Und dieser Mann war offensichtlich eine ganz eindrückliche Persönlichkeit. Es wird von ihm gesagt, also erstens, dass er aus Alexandria kommt, diesem Zentrum der jüdischen Gelehrtheit. Und dann wird auch gesagt, er war ein beredter Mann. Nun heißt das nicht nur, dass er einfach sehr gut reden konnte. Der Ausdruck bedeutet im Grundtext auch, dass er gebildet war. Also ein ganz gebildeter Mann. Und er war mächtig in den Schriften. Das heißt, er kannte die Bibel durch und durch. Aber das Schöne ist, das war nicht einfach ein wandelnder Computer, der so die Bibelpassagen einfach so runtersagen konnte, sondern es wird gesagt, dieser war in dem Weg des Herrn unterwiesen. Wir werden noch sehen, er kannte die neutestamentlichen Wahrheiten, kannte er noch praktisch nichts. Also dieser Ausdruck bezieht sich auf seine Bibelkenntnis im Alten Testament. Er war in dem Weg des Herrn unterwiesen. Das heißt, er hatte Klarheit und Kenntnis und Verständnis für die Art und Weise, wie der Herr handelt. Für Gottes Handlungsweise, für seine Wege. Und das ist natürlich ein Unterschied. Wenn man einfach so ein Computerkenntnis hat von der Bibel, das ist eine Sache, aber es ist nur ein Werkzeug. Wichtig ist, die Zusammenhänge zu kennen. Die Gedanken Gottes, seine Wege zu kennen, um sie dann auch wieder zu übertragen auf die eigene Zeit, auf das eigene Leben, auf die dann auch für die, zum Nutzen der Geschwister und so weiter. Also mächtig in den Schriften, aber eben auch unterwiesen im Weg des Herrn. Übrigens, noch wegen Alexandria, das war die Stadt, wo die Bibel unseres Wissens zum ersten Mal schriftlich übersetzt worden ist, und zwar auf Griechisch. Da entstand ab 280 vor Christus die sogenannte Septuaginta, griechische Übersetzung des Alten Testamentes, und das war eigentlich die Bibel der ersten Christen. Sie wird von den Bibelschreibern im Neuen Testament sehr oft, nicht immer, sehr oft wörtlich zitiert, also von Paulus und so weiter. Und diese Bibel, also die Bibel der Christen, hat doch ganz interessante, bemerkenswerte Hintergründe. So ist also die Zeit der Weltevangelisation von Gott deutlich vorbereitet worden. Nicht wahr?
Um 330 vor Christus hat doch Alexander der Große das ganze Weltreich von Indien bis nach Griechenland zusammengebracht. Und dadurch wurde Griechisch die Weltsprache. Und dann auch als die Römer ihr Weltreich dann ausbreiteten, blieb Griechisch die Weltsprache rund ums Mittelmeer herum. Und diese Vorbereitung von einer Weltsprache war entscheidend für die Mission. So konnten die Missionare ausgehen, schon ganz am Anfang, und mussten nicht so viele Sprachen lernen. Man konnte sich überall mit Griechisch konnte man durchkommen und das Evangelium verkündigen. Und da sehen wir ganz bestimmt auch etwas von dem, wenn es in Galater 4 heißt, als die Zeit, als die Fülle der Zeit gekommen war, oder wie Luther übersetzte, als die Zeit erfüllt war. Also Gott hat wirklich, die Zeit war bereit und erfüllt, dass der Sohn Gottes in diese Welt kommen konnte. Und damit das Evangelium ausgebreitet werden konnte. Und nicht nur eine Weltsprache, sondern auch eine Bibel für die Welt. Eine Bibel für die Nationen. Denn sonst, wenn die Bibel einfach hebräisch geblieben wäre, da hätten ja die Leute die Bibel nicht verstehen können. In Korinth, in Ephesus und so weiter, die aus den Heiden kamen. Und auch die Juden, die konnten ja kaum mehr hebräisch an diesen Orten. Und gerade Apollos kannte also diese Übersetzung offensichtlich sehr gut und konnte dadurch ein besonderer Segen sein für die Versammlungen der Nationen. Wir werden das noch sehen. Und nun, wir lesen da in Vers 25, dass er weiter brünstig war im Geist. Oder in Römer 12 kommt der gleiche Ausdruck vor, wird übersetzt dann in der Elberfelder mit inbrünstig. Römer 12, Vers 11 heißt es als Ermahnung an die Gläubigen: im Fleiß nicht säumig, inbrünstig im Geist, dem Herrn dienend. Also diese Eigenschaft von Apollos, dass er brünstig, also inbrünstig war im Geist, das wird eigentlich allen Gläubigen hier vorgestellt. Das soll uns kennzeichnen. Was heißt das? Apollos war ein Mann, für den das Wort Gottes nicht einfach so etwas, nur so etwas Interessantes war. Und wo das Herz, das Innerste nicht getroffen war. Sein Geist brannte. Es war ein Feuer da. Also er war innerlich voll dabei, wenn es ums Wort Gottes ging. Und das möchte der Herr auch in uns allen wirken. Dass wir brennen für die Dinge des Herrn. Dass wir so sind wie die Emmaus-Jünger, die dann sagen mussten, als sie den Herrn hörten, in dieser herrlichen Bibelauslegung auf dem Weg: brannte nicht unser Herr? Und eben Apollos inbrünstig im Geist. Ist nebenbei auch noch interessant, dass es nicht heißt inbrünstig in der Seele. Gut, die Seele und auch das, damit auch das Empfinden des Menschen, das ist von Gott gegeben. Das ist etwas Wunderbares, das wir empfinden und fühlen können. Aber es ist nicht das, was uns in unserem Handeln beherrschen soll, sondern der Geist des Menschen ist auch der Teil, wo er das Bewusstsein hat und wo er erkennen kann. Und es heißt nun nicht, dass Apollos inbrünstig war in der Seele, einfach so quasi ein überquellender Gefühlsmensch, sondern inbrünstig im Geist. Es ging also nicht darum, dass irgendwie vor lauter Inbrunst die Nüchternheit verloren gegangen wäre. Nein, inbrünstig im Geist. Und so werden wir auch ermahnt. In 2. Timotheus 4 sagt Paulus dem Timotheus: du nun sei nüchtern in allem. Nüchtern meint eben nicht eine Exaltiertheit,
eine Überschwänglichkeit haben, wo man dann eigentlich nicht mehr so sich recht kontrolliert. Also eben, Gefühle sind von Gott gegeben. Und wir dürfen auch wirklich empfinden und fühlen, auch wenn wir das Wort Gottes lesen, auch wenn wir zusammenkommen zur Anbetung, wenn da unsere Gefühle nicht dabei wären, das wäre ja schlimm. Aber wenn die Gefühle das alles beherrschen würden, dann könnte es eben gefährlich werden. Inbrünstigem Geist. Und weiter wird von ihm gesagt, er lehrte, redete und lehrte sorgfältig die Dinge von Jesu. Also das war nicht ein Mann, der einfach so pfuschte, wenn es um die Dinge Gottes geht. Und nicht wahr, wenn es um berufliche Dinge geht, da sind wir doch bemüht, genau und exakt zu sein. Und wie viel mehr sollten wir doch, wenn es um Göttliches geht und um die Bibel selbst, sorgfältig sein. Gut, es kommt dann manchmal vor, dass der Vorwurf kommt, ja, ihr seid Wörtchenklauber. Aber es soll nicht darum gehen, dass wir Wörtchenklauber sind, sondern dass wir einfach sorgfältig wissen wollen, was meint der Herr und was meint er nicht. Und so sagt auch der Apostel Paulus in 2 Timotheus 3, dem Timotheus, sagt er, du bist genau gefolgt meiner Lehre. Nicht so ein bisschen ungefähr und oberflächlich, sondern er hat das wirklich genau nachvollziehen wollen. Und dann heißt es weiter, er kannte zwar nur die Taufe von Johannes. Also es war ein Gläubiger, der quasi noch auf alttestamentlichem Niveau, da war er auch wirklich durch. Und dieser Mann fing nun freimütig an, in der Synagoge zu reden. Und da haben Aquila und Priscilla ihm zugehört. Und dann haben sie natürlich gemerkt, das ist ja unerhört, was der bringt. Aber der Mann hat ganz gewaltige Wissenslücken. Kommt ja nur die Taufe von Johannes. Und dann ist interessant, wir haben nicht gelesen, dass dann Aquila in der Synagoge aufgestanden ist und hat gesagt, hör Apollos, du bist zwar nicht einfach nur ein Handwerker wie ich, sondern ein gelehrter Mann, aber du hast wirklich große Wissenslücken. Und schau, die Dinge sind so und so und so. Er ist auch nicht, hat ihn auch nicht am Synagogenausgang abgepasst, wo so alle Leute dann noch gehört hätten, wie er ihm da etwas besser erklärt hat, sondern sie haben ihn einfach nach Hause eingeladen. In den Rahmen des Heims, wo es auch eine warme Atmosphäre gab. Und dann heißt es, dass sie ihn also aufnahmen, zu sich nahmen und ihm den Weg Gottes genauer auslegten. Das ist wirklich schön. Sie haben ihm also nicht da groß korrigiert und so, sondern oder herabgemacht, sondern einfach den Weg Gottes genauer ausgelegt. Und nun fragen wir uns, wer ist da jetzt zuerst genannt? Das heißt da Aquila und Priscilla. Auch gibt es ein Problem. In den Handschriften ist das nicht eindeutig. Es gibt die ältesten und besten Handschriften, die haben Priscilla und Aquila. Das ist eigentümlich, nicht wahr? Und wenn dann die Elberfelder neu überarbeitet wird, wird das bestimmt in die Fußnote kommen. Also die Stellung Priscilla und Aquila. Warum kommt dieser Unterschied? Und in anderen Stellen haben wir diese Probleme nicht. Das hat offensichtlich den Abschreibern Bauchweh gemacht. Und vielleicht uns auch. Es heißt es doch schon, dass die beiden, nicht nur Aquila, sondern Aquila und Priscilla, ihm den Weg Gottes genauer ausgelegt haben. Und dann heißt es sogar, soll es sogar noch heißen Priscilla und Aquila und nicht Aquila und Priscilla. Und dann haben, wie sehr oft die Abschreiber, wenn etwas irgendwie unverständlich war, haben sie halt ein bisschen korrigiert. Aber heute geht man beim Vergleichen der Handschriften so vor, dass man schaut, welche Schreibweise ist schwer verständlich. Und dann ist oftmals das die richtige. Und nun brauchen wir keinen Bauchweh zu haben, sondern wir können uns mal überlegen, warum Priscilla zuerst. Erstens heißt es nämlich, dass nicht, dass sie ihm auslegten, sondern zuerst nahmen sie ihn zu sich.
Priscilla und Aquila nahmen ihn zu sich. Das ist das Erste. Und wir können schon verstehen, dass Aquila vielleicht ein bisschen Hemmungen hatte, jetzt diesen Mann da aus Alexandria einzuladen und ihm jetzt, der so viel wusste, und ihm jetzt noch etwas besser zu erklären. Und da braucht es halt eben Ehefrauen, die sagen, du schau mal, du musst doch nicht, warum hast du solche Hemmungen? Du kannst doch das, was der Herr dir gegeben hat, ihm weitergeben. Und schau mal, dieser Apollos, der hat wirklich Begabungen vom Herrn, wodurch er ein ganz großer Segen für das Volk Gottes werden könnte. Und so hat Priscilla sicher eben Aquila eine Hilfe sein müssen in diesem Zusammenhang. Und dann haben sie ihm den Weg Gottes genauer ausgelegt. Gut, jetzt haben wir Bauchweh, wenn es darum geht, ja, aber wie ist das? Hat nicht nur Aquila ausgelegt, sondern auch Priscilla. Na gut, also das heißt ganz eindeutig, sie beide zusammen. Doch wollen wir uns dabei Folgendes bedenken. Während in 1. Timotheus 2 ganz deutlich gesagt wird, 1. Timotheus 2, Vers 11, ein Weib lerne in der Stille in aller Unterwürfigkeit. Ich erlaube aber einem Weib nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern stille zu sein. So wird hier also deutlich gesagt, dass eine Frau nicht lehren darf. Nichtsdestotrotz wird in 1. Korinther 11 davon gesprochen, dass eine Frau aber sehr wohl weissagen kann. Denn da in 1. Korinther 11, wo es um die Schöpfungsordnung geht, wird uns in Vers 5 erklärt, 1. Korinther 11, Vers 5, jedes Weib aber, das betet oder weissagt, mit unbedecktem Haupt entehrt ihr Haupt. Also wie gesagt, dass wenn eine Frau betet oder weissagt, dann soll sie sich bedecken. Als Zeichen, dass sie sich im Klaren ist, dass sie nicht die Führung hat, sondern der Mann. Aber, und dass sie auch die Autorität des Mannes anerkennt, nach der Schöpfungsordnung. Aber es wird doch gesagt, betet oder weissagt. Und dabei müssen wir allerdings bedenken, dass es nicht so ist, wie in manchen Bibelübersetzungen hier als Übertitel kommt, über das Verhalten in der Gemeinde. Denn nach 1. Korinther 14, nach den Schlussversen, wird ja klar gesagt, dass eine Frau in der Gemeinde schweigen muss. Also kann sie auch nicht weissagen. Aber es macht deutlich, dass 1. Korinther 11 geht gar nicht um das Zusammenkommen in der Versammlung, sondern einfach prinzipiell um die Schöpfungsordnung. Und da wird gesagt, dass eine Frau weissagen kann, aber sie muss sich dabei bedecken. Und so können wir sagen, dass Gott ganz klar sagt, für den öffentlichen Bereich, denn das Zusammenkommen aus Versammlung ist etwas Öffentliches, da darf jeder hineinkommen, der wird nicht, muss nicht zuerst eingeladen sein oder so. Er kann einfach hineinkommen und sich hinsetzen und zuhören und so weiter. Aber wenn es um das Private geht, bei mir zu Hause kann nicht einfach jeder hineinkommen. Auch wenn wir zusammen Bibelbetrachtung machen, da kann er nicht einfach reinkommen, sondern muss er eine Einladung haben oder muss fragen und so weiter. Das ist dann also ein Unterschied. Im öffentlichen Bereich, nein, schweigen. Aber dann gibt es eben den privaten Bereich und da hat die Frau sehr wohl Möglichkeiten für den Dienst. Es ist nicht so, dass die Frauen nur da sind, einfach fürs Packen, sondern sie haben auch andere Aufgaben. Aber jetzt ist natürlich noch die Frage, was ist denn Weissagen? In 1. Korinther 14 wird gesagt, 1. Korinther 14, Vers 3, allgemein, was Weissagen beinhaltet. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Also trösten, ermahnen. Und erstens Erbauung. Erbauung. Ja, wie weit geht denn das? Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Wie weit geht denn das? Aber es ist doch Erbauung.
Also 1. Timotheus 2 sagt nicht lehren. Und da haben wir doch das Weissagen als Erbauung. Aber wenn wir schauen, in 1. Timotheus 2 steht das Lehren ganz klar in Verbindung, noch über den Mann zu herrschen. Also lehren ist eigentlich ein Reden mit Autorität. Und Lehren beinhaltet auch zum Beispiel die Entscheidung von Lehrfragen oder von Unklarheiten in der Lehre, die mit Autorität nach Gottes Wort weitergegeben werden müssen. Und das möchte Gott nicht, dass die Frau das tut. Weil Autorität üben über andere, das sollte man. Nach der Schöpfungsordnung. Aber sie darf trotzdem eben erbauen und ermahnen, aber eben in einer Art und Weise, die einer Frau, die für die Stellung der Frau entspricht. Und so hat sie eben nicht sie einfach allein jetzt diesen Apollos unterwiesen und Aquila hat irgendetwas gemacht im Nebenzimmer, eine Zeltdecke gemacht, sondern sie haben das zusammen gemacht. Zusammen. Und da ist natürlich nach wie vor Aquila das Haupt gewesen. Auch wenn eben Priscilla offensichtlich den Anstoß war für diesen Dienst. Und nebenbei gesagt, gibt es ja noch verschiedene Beispiele für Frauen, die gedient haben. So haben wir im Alten Testament die Prophetin Hulda bei Josia. Und da hat der König Leute zu ihr geschickt, um den Willen Gottes zu erfahren. Es waren nicht Frauen, die er geschickt hat, sondern Männer. Aber die mussten zu ihr nach Hause gehen, in den dritten Stadtteil in Jerusalem wohnte sie. Da ging sie zu ihr heim und dann sagt sie, so spricht Jehova. Aber sie ist nicht wie ein Jeremia ins Stadttor gegangen und hat gesagt, hört, so spricht der Herr. Sondern sie mussten zu ihr nach Hause gehen. Und da hat sie sich als Frau aufgeführt und nicht als Mann. Und man kann auch sagen, bei Deborah in Richter 5, Deborah lebt in einer tragischen Zeit, wo es offensichtlich keine Männer gab, die führen wollten. Und da hat sie einen Dienst als Richterin gemacht. Aber die mussten zu ihr heimgehen, unter ihrer eigenen Palme. Und dort, ohne die Stellung als Frau zu verlassen, hat sie dann Rat gegeben. Tragisch, ich meine, ein Barak war doch da, aber der hat diesen Dienst nicht gemacht. Und als es dann um den Kampf ging, sagte Barak, du, ich gehe nicht, ich führe nicht die Truppe, mach du das. Und aber Deborah sagt, nein, auf keinen Fall. Ich komme zwar mit dir, aber führen werde ich nicht, das musst du. Und so hat sie sich wirklich, darum bemüht, eine Frau zu bleiben und eben einen Mann, der da keinen Mann war, eben anzuspornen, seinen Platz einzunehmen, den er einnehmen muss. Aber wir haben auch weitere Beispiele. So Sprüche 31, Vers 1 heißt es, Worte Lemuels des Königs, womit ihn seine Mutter unterwies. Und daraus geht hervor, dass Sprüche 31 nicht das war, was Lemuel erfunden hat, sondern was seine Mutter ihm gelehrt hat. Und dieser Lemuel war nicht ein Kleinkind. Da sehen wir, die Mutter hat ihm nämlich ganz wichtige Dinge gelehrt. Sie hat mit ihm gesprochen über das Problem des Alkoholismus. Sie hat mit ihm gesprochen über das Problem der Sexualität. Sie hat über ihn gesprochen, was wahre Ehe ist. Interessant. Die Mutter, ihren Sohn, auch auf diesen Gebieten hat sie ihm geholfen. Und so könnte man weiterfahren. Und wir haben wirklich kein Beispiel, wo eine Frau eine öffentliche Stellung einnimmt. Sondern ist wirklich im häuslichen Bereich. Doch zur Ermutigung der Schwestern. Da gibt es doch viele, die sagen, ja, schaut mal, was hat eigentlich eine Frau schon für eine Möglichkeit und für einen Platz in der Bibel? Wir sind doch wirklich die Letzten. Aber das ist nicht wahr. Wie viel Zeit in der Woche sind wir in der Öffentlichkeit? Den größten Teil verbringen wir im privaten Bereich. Und da nicht mehr sich selbst zu leben, sondern für den, der für uns gestorben ist. Das ist etwas Ermutigendes. Und so gibt es auch Dienste gegenüber Frauen, gibt es auch Dienste gegenüber Kindern. Und da hat der Herr wirklich viele Möglichkeiten. Dienste gegenüber dem eigenen Ehemann. Nun, ich bin immer froh, wenn meine Frau mir etwas weitergibt, wenn ich irgendwo hingehe.
Das ist für mich sehr, sehr ermutigend, wenn sie jetzt mir gesagt hat, schau, denk besonders an den Bibel, an das Bibelwort. Wer nicht hasst Mutter und Vater und auch die Frau wird erwähnt, ist, also wer sie mehr, das heißt, die sie mehr liebt als den Herrn, ist meiner nicht würdig. Hassen heißt doch nicht, dass man keine Liebe hat, sondern hassen heißt dort den zweiten Platz geben. Und so ist das auch wirklich etwas Ermutigendes, dass wenn man eben nicht wie Priscilla und Aquila zusammengehen kann wegen den Kindern, dass man doch weiß, dass die Frau wirklich den zweiten Platz nehmen möchte, neben nach dem Herrn. Und dazu ermutigt. So hat die Frau ganz entscheidende, wichtige Funktionen. Und nicht zuletzt sollten wir auch daran denken, bei den Königsgeschichten wird uns doch immer wieder die Mutter erwähnt. Bei den Königen mit Namen. Warum? Weil letztlich die Politik in Israel durch die Frauen stark beeinflusst war. So wie die Mutter den Sohn erzogen hatte und was sie ihm an Werten weitergegeben hat, das hat sich dann für Israel als Nation und das Zeugnis Gottes auf der Erde ausgewirkt. Also, wir können auch sagen, von wem werden wir Brüder am meisten geprägt worden? Ich glaube, man darf sagen, dass die Mütter den größten Einfluss gehabt haben. Und nicht nur in unserem Denken, sondern sogar auch in unserer Empfindungswelt. Da prägen die Mütter ganz entscheidend. Und das zeigt uns, wie die Meinung, dass die Brüder müssen Gottes Wort kennen und die Schwestern, die müssen einfach kochen können, nicht richtig ist. Auch sie müssen das Wort Gottes gut kennen, denn ihr Einfluss ist entscheidend auf das Zeugnis der Gläubigen in dieser Welt. Gut, es ist nicht an der großen Glocke, aber es ist aus dem Versteckten heraus, aber der Einfluss ist nicht dadurch gering. Jetzt sollten wir ein bisschen weitermachen. Wir haben noch in Apostelgeschichte 18 gelesen, dass nach dieser Weiterführung, diesem Privatunterricht, wurde dann dem Apollos ein Empfehlungsbrief geschrieben, Vers 27, dass man ihn aufnehmen sollte in Achaia, das heißt in Korinth. Er ging nämlich nach Korinth, in Achaia. Und da sehen wir, dieser unbekannte Gläubige brauchte einen Empfehlungsbrief. Also die Versammlung in Korinth war nicht eine offene Versammlung, die einfach jeden empfing, ohne zu prüfen. Aber er brauchte einen Empfehlungsbrief. Wir sehen daraus, dass dieser Grundsatz nicht eine Erfindung ist, sondern biblisch begründbar. Allerdings ist auch schön, die haben wirklich gesehen, dieser Apollos ist ein hingebungsvoller Mann an den Herrn. Und da haben sie offensichtlich auch nicht ein Jahr gewartet, bis der zugelassen wurde. Sondern sie haben ihm, sie haben ihn weitergeführt. Und als er dann reisen wollte, kam der Empfehlungsbrief. Ermahnten ihn aufzunehmen. Und tatsächlich war dieser Mann dann eine entscheidende Hilfe in Korinth für die Gläubigen dort. Aber nicht dadurch, dass er so ein großartiger Mann war, sondern es heißt durch die Gnade. Und dieser Apollos war ein demütiger Mann. Der hat einfach zugehört, was ihm Aquila gesagt hat. Hat nicht gedacht, ja, so was will der Mann mir sagen. Sondern er hat zugehört und gelernt. Das war nicht ein eingebildeter Mann, sondern ein demütiger Mann. Und er war nicht durch seine Kraft behilflich, sondern durch die Gnade. Ganz, ganz schön. Und wenn wir dann auch sehen, in Korinth kam es dann so heraus, dass da verschiedene Personen gegeneinander ausgespielt wurden. Ich bin des Paulus, ich des Apollos, ich des Kephas und so weiter. Und wie hat Apollos darauf reagiert? Er war überhaupt nicht in seiner Ehre verletzt. Sondern 1. Korinther 16 heißt es, dass Paulus ihm zugeredet habe, er solle nach Korinth gehen. Und er wollte durchaus nicht. Also er merkte, dass die jetzt beginnen, quasi Brüder gegeneinander auszuspielen. Dann sagte er, dann gehe ich jetzt nicht mehr hin. Er will aber kommen, wenn er eine gelegene Zeit findet.
wenn das in Ordnung kommt. Er wollte also nicht irgendwie jetzt eine Position festigen in Korinth, sondern es ging ihm nur um den Herrn, nicht um sich selbst. Und er hatte absolut nicht den Wunsch, irgendwie gegen den Apostel Paulus seine Position zu stärken. Es ging ihm nur um den Herrn. Ein wirklich ein eindrücklicher Mann. War, wie scheint, nicht verheiratet. Einfach für den Herrn da. Und jetzt noch ganz kurz zu den weiteren Stellen in den Briefen, wo wir etwas finden über Aquila und Priscilla. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Römer 16, Vers 3. Römer 16, Vers 3. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christo Jesu. Entschuldigung, wir müssen der Reihenfolge nachgehen. Lesen wir zuerst 1. Korinther 16. Da bleiben wir in der zeitlichen Reihenfolge. 1. Korinther 16, Vers 19. Es grüßen euch die Versammlungen Asiens. Es grüßen euch vielmal im Herrn Aquila und Priscilla samt der Versammlung in ihrem Haus. Der 1. Korintherbrief wurde um 57 nach Christus geschrieben, von Ephesus aus. Und da gibt nun Paulus Grüße weiter von Priscilla und Aquila. Die waren ja früher mal in Korinth, die kannten die Versammlung. Aber jetzt sagt er nicht nur sie, samt der Versammlung in ihrem Haus. Sie hatten nicht nur Liebe zu Fremden, sondern sie hatten auch das Herz für die Versammlung Gottes und haben sie da ins Haus aufgenommen. Ganz schön. Jetzt gehen wir weiter zum Römerbrief, denn das ist zeitlich später. Römer 16 haben wir jetzt gelesen. Und der Römerbrief wurde um 58 nach Christus geschrieben. Ungefähr. Und da sagt nun Paulus den Römern, grüßet Priska und Aquila. Ja, wo sind sie jetzt? Offensichtlich nicht mehr in Ephesus, sondern wieder in Rom. Sie haben nun quasi gesehen, ihre Zeit, ihre Aufgabe in Ephesus in der Türkei ist jetzt vorbei. Jetzt müssen wir wieder zurück, wo wir herkamen, nach Rom, da wo wir ausgewiesen worden sind. Und so sind sie in Rom. Und er sagt ihnen, von ihnen in Vers 4, ein Klammersatz, dass sie für ihn das Leben hingeben wollten, welche für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Versammlungen der Nationen. Davon wird uns nicht berichtet in der Apostelgeschichte. Aber offensichtlich gab es eine Situation, wo diese zwei bereit waren, ihr Leben für den Apostel Paulus zu geben. Und durften dann trotzdem überleben. Und er sagt, schaut, ich danke nicht nur ich, sondern sie sind, alle Versammlungen der Nationen sind dankbar. Dieses Ehepaar wurde ein Segen für das gesamte Volk Gottes. Es ist die Klammer fertig in Vers 5. Und da wird der Gruß weitergeführt, also Grüße Priska und Aquila. Und die Versammlung in ihrem Haus. Ja, das offene Haus war immer noch da, auch in Rom. Jetzt haben sie sogar die Versammlung in ihrem Haus aufgenommen, wo sie da nach Rom zurückgekehrt sind. Und nun noch zum Schluss 2. Timotheus 4. Der 2. Timotheusbrief ist ein ganz tragischer Brief. Er wurde von dem Apostel Paulus kurz vor seiner Hinrichtung in Rom geschrieben. Er sagt auch in Kapitel 4, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Er wusste, jetzt ist der Tod nahe. Und er wurde dann nach der Überlieferung enthauptet. Und da ist er in der Todeszelle. Und er sagt, alle, die in Asien sind, haben mich verlassen. In Kapitel 1 am Schluss. Und zu Asien, zu dieser Provinz, gehört auch Ephesus. Wo er so viel auch gearbeitet hat. Und er ist auch enttäuscht, er sagt in Kapitel 4,
bei seiner ersten Verantwortung, also bei der Gerichtsverhandlung vor dem Kaiser Nero, stand mir niemand bei. Das ist schon ganz tragisch. Ein Apostel, der wirklich sein Leben für den Herrn gegeben hat und für die Gläubigen, und jetzt am Ende seines Lebens steht er vor dem Kaiser, vor diesen brutalen, niederträchtigen Menschen und blutdrünstigen Menschen, und niemand steht ihm bei. Wo sind die Gläubigen aus der Versammlung in Rom? Niemand stand mir bei, niedergeschlagen. Und er sagt sogar eben in Kapitel 1, Vers 17, spricht er über Onesiphorus ab Vers 16. Und er sagt von Onesiphorus, der aus Asien stammte, also wahrscheinlich aus Ephesus, dass er nach Rom gekommen sei und ihn eifrig gesucht habe, bis er ihn gefunden hat. Ist doch tragisch. Da kommt einer von der Türkei, macht eine Reise nach Rom, und dann muss er den Paulus eifrig suchen, bis er endlich die Todeszelle findet. Warum? Er hätte doch zu den Brüdern nach Rom gehen können. Er hätte doch nicht mehr fleißig suchen müssen, von einer Stelle zur anderen geschickt. Ja, wissen wir nicht, müssen sie dort fragen. Die Brüder von Rom wussten offensichtlich nicht mal, wo der Apostel Paulus steckt, in ihrer eigenen Stadt. Das ist so wirklich tragisch. Ein Mann, der wirklich den Lauf vollendet hat, aber einfach allein und verlassen da ist. Aber auf den Herrn vertraut. Und nun in dieser Notsituation kommen Grüße. 2 Timotheus 4, Vers 19. Timotheus befand sich, wie man ableiten könnte, wohl in Ephesus zu diesem Zeitpunkt. Und da sagt der Apostel Paulus: Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus, eben dieser, der ihn mal besucht hat, seine Familie. Nun sind sie offensichtlich nicht mehr in Rom. Sind da im Jahr 65. Aquila und Priscilla sind schon wieder ausgereist. Der Herr hat sie woanders gebraucht. Und eben wie es scheint, nach Ephesus wieder. Und nach Asien also, da wo ihn sonst alle verlassen haben, nach Kapitel 1. Und da gibt es unter dieser Masse, die ihn aufgegeben hat, gibt es ein Ehepaar, von dem er sagen kann: Grüße Priska und Aquila. Einfach die treu waren und die ihre Freundschaft, die sie begonnen haben, damals im Jahr 52 in Korinth, die haben sie durchgehalten. Durch dick und dünn, können wir sagen. Und das ist doch etwas Ermutigendes. Heißt es von diesen zwei, dass sie besonders viel wussten? Nein. Es wird einfach gezeigt, wie wir gesehen haben, das waren Menschen, die es nicht darum ging, einfach viel zu wissen, sondern für den Herrn zu leben. Nicht mehr sich selbst. Und so möge doch diese paar Stellen mögen doch uns eine Ermutigung zu sein, den gleichen Weg zu gehen und nicht aus eigener Kraft, sondern wie sie, diese zwei, aus der Kraft des Herrn, der für uns gestorben ist und auferstanden ist.